Ja, Teil 2. Ich bin damit noch nicht so ganz gut mit dieser Vloggerei. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt zum Gericht rüber und werde da weitermachen. Ich muss mich halt kurz halten, weil mein Video einfach automatisch abschaltet. Es geht hier um eine Unterschrift. Ich möchte euch bitten, meine Petition zu unterschreiben, denn ich bin am 29.10. schon für 4, 5 Stunden auf dem Papier obdachlos gewesen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht lustig. Ja, also ich wäre euch froh, wenn ihr, ich wäre euch dankbar und sehr froh, wenn ihr meine Petition unterschreiben könntet, die da heißt Tatort Münster unter Mark Bellinghaus. Ich würde euch wirklich, wirklich danken, denn ich denke, nur so kann ich es vielleicht noch erreichen, das Gericht umzustimmen, das Landgericht, was sich ja sozusagen schon mit den anderen Leuten verbündet hat, um mich wirklich auf die Straße zu setzen. Und das Allerschlimmste dazu, die wollen mir auch noch mein Hab und Gut konfiszieren. Also die wollen mir wirklich meinen Besitz wegnehmen, obwohl ich noch nie Miete geschuldet habe. Das ist eine Intrige meiner Halbschwester Patricia Bellotti. Und alles, was ich hier in diesem Video sage, ist von meiner Meinungsfreiheit und von meiner künstlerischen Freiheit gedeckt und geschützt. Ihr müsst mir vergeben, dass ich ein bisschen nervös bin, denn an diesem Ort des Verbrechens zu sein und jetzt wird es bald dunkel, ist nicht so besonders.